Hi, möchtest du wissen, wie du spirituelle Menschen auf Anhieb erkennen kannst, um so ja leichter mit ihnen in Kontakt zu treten, dich besser mit ihnen austauschen zu können, vielleicht dadurch deinen Freundeskreis erweitern möchtest oder vielleicht einen Seelenpartner finden willst, dann bleib auf jeden Fall bei diesem Video dran, denn wir möchten dir hier die Anzeichen verraten, wie du spirituelle Menschen auf Anhieb erkennen kannst. Viel Spaß! Wenn du auf der Suche nach religiösen Menschen bist, dann wirst du meist schneller fündig, denn da brauchst du nur in eine Kirche zu gehen oder in eine Moschee oder einen Tempel und dort wirst du viele Menschen finden, die deinen Glauben oder deine Religion teilen. Rein optisch wirst du sie ihnen vielleicht nicht ansehen, ob sie religiös sind oder nicht, und genau dasselbe gilt auch, wenn du spirituelle Menschen erkennen willst. Denn nicht die meisten Menschen tragen irgendwelche Zeichen oder man erkennt es an ihren Tattoos, dass sie eher spirituell eingestellt sind, und das macht es natürlich schwierig, spirituelle Menschen zu erkennen. Doch es gibt da so ein paar Tricks und die möchte ich dir hier verraten. Ganz oft werden die Begriffe Religion und Spiritualität synonym verwendet, doch sie bezeichnen nicht dasselbe. Um spirituelle Menschen erkennen zu können, ist es hilfreich, wenn du dir den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen klar machst. Denn in der Religion geht es darum, an einen oder mehrere Götter zu glauben, je nachdem, ob du Christ, Moslem, Jude, Hindu oder Buddhist bist. Auch viele alte Religionen hatten den Glauben an viele verschiedene Götter gemein. Durch verschiedene Rituale versuchen religiöse Menschen eine Verbindung zum jeweiligen Gott zu erreichen. Spiritualität beinhaltet jedoch nicht den Glauben an einen bestimmten Gott. Stattdessen kannst du spirituelle Menschen daran erkennen, dass sie ihren Fokus auf geistliche Dinge und die spirituelle Welt legen. Sie befassen sich mit einer transzendenten Wirklichkeit und lassen häufig auch esoterische Aspekte oder Weltanschauungen mit einfließen. Das muss aber nicht immer sein. Eine allgemein anerkannte Definition der Spiritualität gibt es nämlich nicht. Immerhin kannst du im Gespräch mit solchen Menschen herausfinden, ob sie ja eher spirituell eingestellt sind, wenn du sie einmal danach fragst, wie sie zu Gott stehen. Es ist also nicht möglich, ohne weitere spirituelle Menschen zu erkennen, quasi beim Vorbeigehen. Aber im Gespräch mit ihnen oder an ihrem Verhalten bekommst du Hinweise darauf, ob sie eine spirituelle Weltanschauung haben. Doch an welchen Verhalten kannst du spirituelle Menschen erkennen? Viele von ihnen sind äußerst liebenswürdig und zeigen einige sehr positive Eigenschaften. Sie fühlen sich eins mit allen Dingen. Sie sind voller Liebe und Mitgefühl und daher besonders engagiert, wenn es darum geht, Menschen oder Tieren zu helfen. Sie sind aufrichtig und bescheiden. Sie lieben praktisch jeden, ohne Gegenliebe zu erwarten. Außerdem geben sie anderen gerne etwas, ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Sie schaffen es, anderen zu vergeben, auch wenn sie von ihnen verletzt oder verraten oder sogar enttäuscht wurden. Sie sind friedlich und ausgeglichen. Sie kommen gut allein zurecht und freuen sich über die Ruhe und die Einsamkeit. Und viele von ihnen leben vegetarisch oder vegan. Spirituelle Menschen sind nicht zu verwechseln mit Heiligen. Auch sie können schlechte Laune haben oder Fehler machen. Aber wenn sie tatsächlich auf den spirituellen Weg sind, wirst du genau diese Eigenschaften, die ich jetzt gerade genannt habe, an ihnen wiedererkennen. Spirituelle Menschen zu erkennen oder sie zu finden, ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Deine Suche sollte sich dabei aber danach ausrichten, aus welchem Grund du sie suchst. Möchtest du einen spirituellen Menschen erkennen, weil du eine Partnerschaft mit ihm oder ihr eingehen willst? Oder suchst du gleichgesinnte Freunde für gemeinsame Unternehmungen? Vielleicht möchtest du auch einen spirituellen Lehrer finden, der dich weiterbringt, oder einfach nur Erfahrungen mit anderen spirituellen Menschen austauschen. Für eine Partnersuche müsstest du nicht selbst suchen und spirituelle Menschen erkennen, die sich als potenzieller Partner eignen. Du kannst dich zum Beispiel bei spirituellen Partneragenturen anmelden, bei denen du sicher sein kannst, dass sich dort viele Gleichgesinnte tummeln.
Die einfachste Möglichkeit, um solche Menschen kennenzulernen, ist es, Orte aufzusuchen, an denen du sie garantiert treffen wirst. Dafür gibt es viele Optionen, sowohl online als auch persönlich. Zum Beispiel Internetforen, Gruppen in sozialen Medien, wie beispielsweise bei Facebook, Online-Kongresse, Meditationsgruppen, Veranstaltungen, Vorträge mit einem spirituellen Schwerpunkt oder auch hier bei uns auf Higher Mind. Auf unserer Higher Mind Webseite kannst du dir zum Beispiel Meditation, luzides Träumen oder Astralreisen beibringen, aber du kannst dort auch in Kontakt mit spirituellen Menschen kommen und dort ja viele Menschen kennenlernen, Teil unserer Community zu werden, und darauf freue ich mich, wenn du da mal hineinschaust und einfach mal Hallo sagst. Ansonsten kannst du gerne auch hier mal in die Kommentare reinschreiben, nach was du suchst oder wie wir dir weiterhelfen können. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!